Hallo meine lieben YouTuber, ja und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Divis Movie Channel. Ja meine Lieben, ich bin heute zurück mit einem neuen Video und ich freue mich mega, denn heute zeige ich euch nicht nur ein Messer, sondern gleich zwei, die zu meiner Lieblingskategorie der Messer gehören. Ja. Ich denke, so habe ich es am besten ausgedrückt. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, was das für Messer sind und was ich vor allem dazu sage, dann bleibt dran. Ich würde mich freuen und ich sage jetzt Film ab. Los geht's mit diesem Video. Ja, eine Lieblingskategorie von mir unter den Messern ist, wisst ihr es oder nicht? Ja, es sind die Neckies, die Neckknives. Und davon zeige ich euch heute gleich zwei von Omesio. Die haben mir die Messer nämlich zugeschickt und mich gefragt, ob ich euch die einfach mal zeigen möchte. Und eins davon hat mich optisch sowas von überzeugt, dass ich gesagt habe, ja, bam, also dieses Messer möchte ich unbedingt haben. Wie das mit dem anderen aussieht, schauen wir uns gleich an. Oder ob ihr vielleicht beide mögt oder gar keins von denen. Und wie scharf und wie groß und wie schwer die sind, schauen wir uns natürlich auch heute alles gemeinsam an. Ich habe die beiden jetzt schon hier liegen und wenn ihr Interesse an den Messern habt, dann nur jetzt schon kurz zur Info. Ich packe euch den Link in die Infobox, da könnt ihr mal drauf schauen. Die kosten so um die 25 Euro plus minus. Schaut da einfach mal drauf. So, und ich hole jetzt mal die Kartönchens und zeige euch die Messer, wie die aussehen, wenn ihr euch die denn bestellen solltet. Tada! Ja. So sieht die Verpackung aus. Wir haben hier zwei hübsche, schwarze, aber schlichte Kartönchens. Was ich aber schön finde, ist, dass die in Schwarz gehalten sind. Und gerade wenn man die verschenken möchte, ist das doch schon immer ein bisschen schöner, als wenn man jetzt einfach nur diese braune Pappverpackung hat. Ja, sage ich jetzt einfach mal so. Und wir fangen an mit dem ersten Knife. Ich weiß jetzt gar nicht, welches das oberste ist, ob es schon das ist, was ich am geilsten finde. Aber wir lassen uns jetzt mal überraschen. Und ja, es ist es. Also wir fangen gleich mit meinem Favorite an und das ist das hier. Tada! Ihr könnt hier natürlich schon erkennen, dass es sich um ein schwarz-silbernes Knife handelt. Und wir haben hier auch eine silberfarbige Kugelkette. Und das schauen wir uns natürlich gleich auch alles im Detail an. Und schaut euch mal bitte dieses Messer an. Yay! Das ist das Favorite, was mich direkt umgehauen hat, als Omesio mich gefragt hat, ob ich euch die Messer zeigen möchte. Auch die Materialien, einfach mega, mega. Und so sieht das aus. Ich bin natürlich gespannt, was ihr dazu sagt. Ob das auch etwas für euch wäre. Und das hier ist zumindest erstmal das erste Necki. Und mein Favorit von den beiden. Und jetzt zeige ich euch das zweite. Tada! Das hier ist das zweite Knife. Ja. Irgendwie sieht das aus, wow, als hätte ich mich hier farblich abgestimmt. Habe ich aber gar nicht. Von der Farbe her ist das ja mega. Das passt ja 1:1 hier zu meinem Hoodie. Das ist auf jeden Fall das zweite Neckknife von Omesio. So, ich ziehe es jetzt mal hier raus und so sieht das aus. Was sagt ihr? Ich weiß, Geschmäcker sind verschieden und es kann jetzt auch direkt manche schon unter euch geben, die sagen, wow, das hier ist geiler als das erste. Also mein Favorit ist definitiv das schwarz-silberne. Aber dazu sage ich dann später noch mehr. Genau, das hier sind die zwei Neckies, die ich heute für euch habe. So, und wenn ihr jetzt mehr wissen wollt, dann sage ich einfach, bleibt dran. Ich verrate euch natürlich jetzt auch die Maße und das Gewicht und wir machen anschließend dann auch noch den Papierschneidetest. Aber jetzt geht es erstmal los mit den Einzelheiten.
Anfangen tun wir jetzt mal mit den Maßen. Und ich habe jetzt als erstes das silber-olivfarbige Messer gegriffen. Und ja, hier haben wir eine Gesamtlänge von 15 cm. Dann haben wir hier eine Klingenlänge von 6,5 cm und eine Klingenstärke von ca. 3,2 mm. Das Gewicht des Messers beträgt ca. 95,9 Gramm. Ja, und jetzt kommen wir natürlich direkt zu den Materialien. Also, bei diesem Messer wurde ein D2 Klingenstahl verwendet und wir haben hier G10 Griffschalen. Ja, und nun möchte ich euch natürlich noch die Details des Messers genauer zeigen. Also, auf der Klinge befindet sich nur hier die Aufschrift Omesio, also der Firmenname. Ansonsten ist die Klinge vollständig clean. Hier ist auch keine kleine Stahlbezeichnung oder so, wirklich gar nichts. Und das liebe ich, dass jetzt nur einseitig dieses Logo auf der Klinge zu sehen ist. Und ja, die Griffschalen sind hier zweifach beidseitig natürlich geschraubt und wir haben hier dann nochmal eine Fangriemenöse. Was ich an diesem Messer sehr, sehr schön finde, ist, dass wir hier eine ausgeprägte Fingermulde haben. Das Messer dadurch super in der Hand liegt, trotz dadurch, dass wir hier kein Jimping haben. Das möchte ich euch hier auch schon direkt an dieser Stelle sagen. Und der Messerrücken hier ist sehr scharfkantig. Also ich denke, da könntet ihr auch ohne Probleme einen Feuerstahl anreißen, könntet ihr dann einfach mal probieren. Und was sehr, sehr schön ist, ist, dass diese Griffschalen hier oberhalb keine Kante haben. Das ist so glatt, das ist so schön verarbeitet. Die G10 Griffschalen haben natürlich eine leichte Struktur. Dadurch ist das Messer auch rutschfest. Es liegt super, super in der Hand. Wirklich, meine Lieben. Also ganz toll. Ihr seht schon, dass das bei mir so aussieht, dass der Ringfinger quasi hier zum Ende aufliegt. Ich habe ja Handschuhgröße 8 bzw. M. Ich weiß nicht, wie sich das jetzt bei größeren Händen gestaltet. Das müsste man dann einfach mal ausprobieren. Aber von der Verarbeitung hier, schaut euch das mal bitte an, ist das absolut top. Ja, und nun machen wir mit meinem Favoriten weiter, diesem wunderhübschen schwarz-silbernen Schätzchen. Und ihr wollt jetzt wissen, wie lang das hier denn ist. Also, dieses Messer hat eine Gesamtlänge von ca. 13,8 cm. Wir haben hier eine Klingenlänge von 5,5 cm und eine Klingenstärke von ca. 4 mm. Das Gewicht des Messers beträgt ca. 107 Gramm. Und auch bei diesem Messer möchte ich euch die Details etwas genauer zeigen. So, und hier seht ihr auf der Klinge einmal schon die Aufschrift Omesio. Was sich von dem anderen Messer unterscheidet, ist, dass hier ein kleines D2 auf der anderen Seite der Klinge wiederzufinden ist. Aber ich finde das überhaupt nicht schlimm. Also erstmal ist die Schriftart schön und so wie das im Ganzen aussieht, ist das wirklich ganz toll. Und ja, wir haben hier auch eine Fingermulde, nicht so ausgeprägt wie bei dem olivfarbigen Messer, sage ich jetzt einfach mal, aber ihr habt hier wirklich auch eine ganz klasse Handlage, gerade auch dadurch, dass ihr hier oberhalb das Jimping habt. Das Jimping hier ist etwas gröber. Also schon so ein bisschen kantig. Nicht, dass es mir jetzt wehtut, da muss man natürlich auch schauen, wie man damit arbeitet. Aber ihr habt dadurch überhaupt keinen rutschigen Daumen hier. Der liegt sowas von bombenfest, wenn ich damit hier jetzt so hin und her rutsche. Das ist wirklich ganz klasse. Und das geht hier auch bis hin zu den Griffschalen. Seht ihr das? Also ihr habt hier ein sehr langes Jimping. Und das muss ich sagen, finde ich wirklich sehr, sehr gut. Auch hier hinten habt ihr das nochmal. Das findet sich da auch wieder, auch unterhalb. Und dadurch habt ihr natürlich einen Bombenhalt, wirklich. Also ihr müsst da schauen, wie das ist mit größeren Händen. Wie sich das dann gestaltet mit der Handhabung. Hier auch nochmal als wichtiger Punkt, also
was für mich immer so ein wichtiger Punkt ist, ob hier die Griffschalen kantig sind oder wie die Verarbeitung hier oberhalb ist, in Kombi mit dem Messerrücken. Und hier wurde das jetzt so gestaltet, dass die im Ganzen etwas kleiner gemacht sind, sodass ihr hier jetzt aber auch noch diesen silbernen Rand seht von diesem kleinen Full-Tang-Schätzchen. Das sind nämlich beide Messer. Also die sind aus einem Stück gefertigt und dadurch natürlich super stabil. Wir haben hier eine Fangriemenöse und ja, durch diesen Griffabschluss kann ich mir sogar vorstellen, dass ihr das gut als Schlagelement nutzen könnt, weil das ist hier wirklich schon eine ordentliche Kante. Die Griffschalen sind hier auch zweifach geschraubt jeweils. Finde ich auch sehr schön, dass die Schrauben silber gewählt worden sind und nicht schwarz. Da könnt ihr mir mal schreiben, wie ihr das so findet. Ja, und hier könnt ihr dann natürlich optionalen Lanyard befestigen, wenn ihr möchtet. Wenn ihr das vielleicht auch nicht als Necki nutzt und die Kydex-Scheide weglasst, aber das bleibt euch dann natürlich überlassen. Aber ansonsten auch hier Verarbeitung 1A, wirklich top, richtig, richtig schön. Ja, hier beide Messer nochmal zusammen und wie gesagt, jeweils beide sind Full-Tang-Messer aus einem Stück gefertigt und beide Knifeys hier sind natürlich auch 42A-konform und da braucht ihr euch keine Gedanken machen von wegen mitführen. So, hier jetzt auch nochmal die Kydex-Scheiden, also auch die, muss ich sagen, sind hier super verarbeitet. Schaut euch die mal bitte an. Ganz klasse, also da ist nicht irgendwie hier so eine Kante, wo das unschön verarbeitet ist. Wirklich gar nicht. Und das liebe ich. Und gerade für den Preis, ne, da kann man mit so einem Neckknife wirklich nichts falsch machen. Ganz toll. Wir haben jetzt natürlich keine Einlagerung in der Kydex-Scheide, das verlange ich auch gar nicht. Hier diese Ösen, ganz toll, wirklich schön gemacht. Und wie gesagt, hier auf beiden Kydex-Scheiden ist eine Öse bzw. ein kleines Löchlein wieder zu finden, wodurch dann die Flüssigkeit ablaufen kann, falls ihr damit im Wasser unterwegs sein solltet. Ja, und bei dem schwarz-silbernen Messer haben wir hier einmal eine silberne Kugelkette und bei dem olivfarbigen eine schwarze. Falls ihr euch auch beide bestellen solltet, könnt ihr die natürlich tauschen oder zu Hause schauen, was ihr habt. Und ja, das war's zu den Scheiden und zu den Details von den Messern. So, meine Lieben, ihr wisst nun um die Messerschätzchen Bescheid und wenn ihr an dieser Stelle noch Fragen habt, dann schreibt mir das einfach unten in die Kommentare, dann werde ich euch das natürlich beantworten und jetzt machen wir den legendären Papierschneidetest und ich habe sie zu Hause noch nicht getestet, also das machen wir heute zusammen. Es ist jedoch sehr windig, das Papier ist einfach so. Ja, und wir probieren das jetzt mal. Ich fange an mit dem olivfarbigen Messer. So, das habe ich jetzt in der Hand, Papier und wow, das ist ja ultra, ultra scharf. Geil. Ne? Da ist wieder der Winkel. Hammer. Hammer. Mega, Leute. Schaut euch das mal bitte an. Das ist super scharf. Und jetzt schauen wir uns mal meinen Liebling von den beiden an, wo ich auch direkt gesagt habe zu Umesio, ja, natürlich, das Knife muss ich haben. Und zwar das hier. Ja, so mein Schätzchen, enttäusch mich nicht, enttäusch mich nicht. Nein! Oh, mega, mega. Aber ich habe das ja schon oft gesagt, ihr müsst immer so diesen perfekten Winkel haben, wenn es dann noch windig ist und so. Das sind keine guten Voraussetzungen für einen Schneidetest. Hier schon wieder. Ja. Und? Ja, mega, mega. Du enttäuscht mich nicht. Ihr habt es jetzt gesehen, das ist definitiv scharf. Und das hier auch, also ultra geil. Und ja, wenn ihr jetzt noch nicht genug von den beiden habt, dann lehnt euch zurück. Ich werde euch jetzt natürlich noch ein paar schöne Eindrücke zeigen und dann seht ihr mich gleich nochmal wieder.
bin ich wieder. Ja, ich hoffe, euch haben die Eindrücke gefallen. Und wisst ihr, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben? Den aus der Scheide raustest. Den mache ich jetzt mal mit beiden. So, anfangen tun wir jetzt mal mit dem olivfarbigen. Auch die darf ich nicht festhalten, sonst verfälsche ich hier noch den Test. Und, wow! Also, das hat schon mal mega funktioniert. Also, das flutscht hier raus, 1A. Und vor allem auch, ob das fest drinne sitzt. Das probieren wir jetzt auch mal. Ja, also, bombenfest. Und das heißt für euch natürlich, das Messer wurde der Scheide optimal angefasst. Angepasst. Da ist es schon wieder. Meine Aufregung und die Messerliebe. Ja, so. Und nun das Schwarz-Silberne. Mein Favorite. Oh, ich finde es so geil. Ich finde es einfach so geil. So, aus der Scheide raus fest. Und, ja. Boah, wie weit die geflogen ist. Einfach mega. Ich mache mal hier gerade die Kugelkette wieder fest. Oh. So. Flutscht mir hier schon alles aus der Hand. Die sind auf jeden Fall beide wirklich mega. Und hier gucken wir jetzt auch einmal noch mal, ob das aus der Scheide rausrutscht. Und nein, meine Lieben, also das sitzt auch bombenfest. Also, hier zusammengefasst nochmal eine wunderschöne D2-Klinge, G10-Griffschalen, eine Fangriemenöse. Ihr könnt daran auch noch ein Lanyard befestigen. Ihr könnt auch auf die Kugelkette verzichten, die hier übrigens silber ist, bei der anderen ja in schwarz. Und könntet euch hier irgendwas mit Paracord befestigen. Vielleicht passt auch irgendwie ein kleines Tech-Lock oder so. Ich habe das jetzt selbst gar nicht probiert. Aber ihr habt hier natürlich Löcher, womit ihr das einfach mal probieren könnt. Wir haben hier auch ein kleines Löchlein, damit die Flüssigkeit ablaufen kann. Habe ich euch ja eben auch schon gezeigt. Aber das finde ich immer sehr gut, dass das nicht vergessen worden ist. Verarbeitung ist top. Ich finde das Messer wirklich sehr, sehr, sehr schön. Und das liegt so gut in der Hand. Und auch bei dem olivfarbigen, da seht ihr es, haben wir eine schwarze Kugelkette, die viel robuster ist. Also optisch gesehen gefällt mir die besser. Ich werde die, glaube ich, auch mit der hier tauschen. Seht ihr das? Ich hoffe es. Aber sehr schön. Und auch bei dieser Scheide, ihr könnt das natürlich als Necki nutzen, könnt das aber auch anders verstauen. Wenn ihr jetzt überhaupt kein Fan seid von Neckis, euch dieses Messer aber umgehauen habt, dann ja, guckt einfach, was ihr daraus machen könnt. Hier haben wir auch dasselbe Kydex-Scheide, hier dann ein kleines Löchlein, damit die Flüssigkeit ablaufen kann, falls sie sich drin sammeln könnte, falls ihr einen Ausflug durch das Wasser macht. So, Messer ziehe ich jetzt nochmal hier raus. Eine wunderschöne olivfarbige Klinge. Verarbeitung ist top. Auch hier oben, wie die Griffschalen mit dem Messerrücken hier übereinstimmen. Und diese Handhabung, die Fingermulde hier, wirklich sehr, sehr gut. Optisch ist dieses Messer nicht meins. Das haben sich vielleicht auch schon viele gedacht, weil sonst hättet ihr auf meinem Kanal auch schon mehrere in dieser Art gesehen. Aber die Handhabung ist top. Das muss ich wirklich sagen. Im Gegensatz zu dem Schwarzen, ich nehme es jetzt auch noch mal in die Hand. Ja, das ist natürlich auch sehr gut. Wir haben hier ein super Jimping und das Messer ist ja im Ganzen viel kompakter im Gegensatz zu diesem hier. Aber die Handhabung hier, ja, würde ich schon sagen, ist geiler. Definitiv. Hier oben haben wir aber kein Jimping, das haben wir hier, also da muss man sich entscheiden, lieber das oder lieber das. Und das ist jetzt auch meine Frage zum Ende hin an euch. Für welches würdet ihr euch entscheiden? Für das olivfarbige oder für das schwarz-silberne, was mein Favorite ist? Ja, meine Lieben, schreibt mir das mal bitte in die Kommentare, da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Und das jetzt wieder hier rein.
das hier rein. Und das war's jetzt für heute, Leute. Ja, wir sind durch. Ich hoffe natürlich, dass euch meine Vorstellung von diesen zwei Messerschätzchen gefallen hat. Ich freue mich so, so sehr, dass ich jetzt wieder Nickies in meiner Messersammlung habe und die sich wieder erweitert. Und ihr wisst ja auch generell, dass ich Nickies liebe. Ich finde das einfach total schön, wenn man draußen unterwegs ist oder ich meine Bikie-Tour mache und man immer so ein Messer parat hat. Das ist so, so viel wert und es stört nicht. Man muss nicht irgendwie gucken, dass man einen Gürtel noch oben hat oder einen Rucksack noch mit dabei, wenn es auch mal luftig sein soll oder ihr eine wenig bekleidete Sommerradtour macht. Genau, dann ist das auf jeden Fall immer eine sehr, sehr schöne Sache. Und jetzt bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Ich habe ja zu Anfang schon gesagt, die bekommt ihr für einen kleinen Preis um die 25 Euro, was ich wirklich fair finde. Und ich zeige euch die, weil ich die wirklich toll finde. Von der Verarbeitung her, Handhabung, das ist wirklich top. Und da ist jetzt nur die Frage, für welches Messer man sich optisch entscheiden würde. Wie die sich auf die Dauer machen, weiß man natürlich nie. Aber wir haben hier Top-Materialien. Den Stahl könnt ihr natürlich auch immer nachschärfen, wie das halt so ist. Und Kydex ist so ein langlebiges Material. Auch hier zeige ich es nochmal. Das ist mega. Ich bin da wirklich ein Fan von. Manche lieben halt mehr Leder, manche mehr Kydex. Aber bei einem Necki ist das natürlich mit Leder sehr, sehr schwer umzusetzen, dass man das dann vor allem auch so schnell ziehen kann. So, und ich würde jetzt sagen, wenn euch mein Video gefallen hat, hinterlasst mir gerne den Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr drüber freuen, auch über ein Abo, wenn ihr das bisher noch nicht getan habt. Und wenn ihr dann anschließend dieses Mini-Mini-Glöckchen aktiviert, seht ihr natürlich sofort, wenn von mir ein neues Video online kommt. Wir sehen uns ganz bald wieder und bis dahin wünsche ich euch noch einen super, super schönen, messerreichen Tag. Ja, vielleicht habt ihr auch ein Messer bestellt, was heute kommt und ihr seht zufällig mein Video und seid heute auch so glücklich, dass ihr ein neues Schätzchen habt. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und daher, ich sag jetzt einfach Tschüss, meine Lieben, bis demnächst und macht's gut. Ciao!